Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Zurück bei Gerald. Ich bin mit ihm mal wieder hier in den goldenen Stör gelaufen, weil, auch wenn es merkwürdig klingt, es hier etwas ruhiger ist als draußen. Es wird ernst. Wir haben jetzt weitestgehend unsere Geschäfte oder unsere Angelegenheiten hier in Velen und Novigrad erledigt. Ein paar Dinge sind noch offen, das werden wir später tun. Jetzt geht es darum, nach Skellige zu reisen, denn auch dort führt eine Spur von Cirilla hin. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Captain Wolfstein können wir bezahlen. Wir haben hier eine, ja, wie ich finde, ganz nette Kapitänin getroffen. Die habe ich mich noch nicht getraut, danach zu fragen, weil ich Angst hatte, dass es gleich losging. Aber ich denke, jetzt können wir sie mal fragen, mal gucken. Und wenn sie uns gleich mitnehmen, ist es ja auch in Ordnung. Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Ich will das nicht riskieren. Okay, das finde ich erstmal schon mal einen vernünftigen Einwand. Die Frau ist sympathisch. Schon mal dorthin gefahren? Hör zu, die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfgaard zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geentert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Nein, mein Vater war ein Ofenbauer. Okay, aber das ist eine eindeutige Absage, wie es aussieht. Was ist mit Elfen? Scheiße. Gut. Es gibt aber noch ein paar andere Optionen und natürlich den Kapitän. Wir gehen erstmal hier unten hin, würde ich sagen. Schauen da mal vorbei. Geht aus, bevor ich die Papiere habe. Wir haben in meinem Dorf nur Pferde. Du kommst mir bekannt vor. Hab ich dich schon mal verstanden? Du weißt nicht zufällig, wo mein Papagei ist? Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Hilfe! Bei dem Schiff da vorne. Ich sterbe. Brauchst du etwas, Meister? So, wer ist hier der Boss? Vielleicht irgendwo auf dem Schiff jemand? Wer kann mir hier Rede und Antwort stehen? Hier vielleicht. Kapitän Liglat. Hast du Hundspetersilie genommen? Nee, offenbar nicht. Hm, merkwürdig. Die Matrosen sicher nicht, oder? Du tätest gut daran, die Leute nicht zu belästigen. Oh. Ja, pass mal auf. Wir werden mal kurz Rast machen. Es kann einfach mal sein, dass die Leute mal, keine Ahnung, mal kurz auf Klo sind, Mittagessen. Wir schauen mal, ob jetzt jemand zurückgekehrt ist. Nee. Hm. Oder ist da oben jemand, den wir fragen sollten? Langweilig. Hey, sieh dir den Rumtreiber an. Gar keine normale Jacke für einen Rumtreiber. Vielleicht können wir sie ihm wegnehmen. Ah. Du hast doch nur Mist im Schell. Siehst du nicht, dass das ein... So. Der Betrunkene wird uns sicher nicht helfen. Die arme Städterin auch nicht. Das ist merkwürdig. Geschwätz! Habe ich da noch was übersehen? Was ist mit ihm hier? Verschwendeter Atem. Okay. Na gut, der Kapitän da oben wollte nicht mit uns reden. Die haben es offenbar nicht nötig. Ja, dann wird das wohl hier nichts. Okay, schade drum. Das Schiff sah gut aus, sag ich jetzt mal. Aber es gibt noch eine weitere Option. Und zwar hinten da am Kai. Ich werde Schlachter, wenn ich groß bin. Da laufen wir jetzt mal hin. Seit gestern stehe ich hier. Bin so weit gekommen wie Scheiße in einem Eisloch. Und im Zweifel haben wir immer noch unseren Kapitän im goldenen Stör. So, hier haben wir zwei Schiffe. Mal schauen, da steht zumindest jemand, der irgendwie... Ah, das ist ein Hexenjäger. Hexer! Ja, was los? Hexer! Okay, mehr hat er nicht zu bieten. So, auch hier haben wir nur irgendwelche normalen Leichtmatrosen. Vielleicht hier in der Kajüte? Abgeschlossen.
Ist hier oben jemand? Niemand. Das ist ja wirklich mysteriös. Ja, liebe Leute, dann bleibt uns jetzt einfach nur die eine Option, die wir schon kennen. Den Kapitän im goldenen Stör. Mein Onkel ist im Zirkus, weil er Schwerter schlucken kann. Kannst du das auch? Wenn es so ist, dann ist es so. Dann werden wir mit dem zurechtkommen müssen. Das Postschiff ist auch noch nicht in den Haufen eingelaufen. Du machst mich ganz nervös. Ist es nicht und wird es auch nicht. Wartest du auf einen Brief von deiner Gestern stehe ich hier. Du bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Und er hat offenbar keine Probleme. Aber er trinkt vielleicht ein bisschen viel. Ach ja, richtig. Hast du das Geld? Oh Gott, 1000. Ja. Nicht sehr vertrauenserweckend, aber gut. Hier, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Oh Gott. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Leinen los! Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Alles klar. Wir werden geplündert. Ein bisschen Land gewinnen hier. Also, das ist vielleicht der falsche. Ah, da haben wir Pferd. Das ist ja schon das Thema. Tod gegen Tod! Ja. Vorwärts! Das schafft er nicht! Verlieren wir die Nerven. Oh. Was jetzt? Ich war eben noch auf der anderen Seite. Oh nein. Skellige Art Skellig, einige Stunden später. Angespült. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Flatterst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sähe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du?
hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos. Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Klingt so. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert jeden herum. Gemein ist sie dabei, wie es für Hexen üblich ist. Das klingt ganz nach Jennifer. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Jennifer ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Oh Gott. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Okay. Stengrim. Steingrim. Ja, meine Güte. Wir sind da. Und da fliegen schon ein paar Monster durch die Gegend. Oh, das scheint ja hier eine Gegend zu sein, perfekt für Wracks. Klötze haben wir natürlich mitgenommen, ist ganz klar. Er hätte eigentlich hier noch ein bisschen mehr plündern können. Ich würde sagen, wir orientieren uns mal ganz kurz auf der Karte. Okay. Das ist ja echt auch nochmal eine große Gegend. Das sehe ich jetzt wirklich ja zum ersten Mal. Sehr spannend, schön. Gut, hier gibt es auch Anschlagbretter, wie man sieht. Und ja, ich würde sagen, wir werden aber dann tatsächlich dem Rat folgen und dann wirklich erstmal zum Hafen dort gehen. Gen Norden. Und dementsprechend diesem Weg hier folgen. Aber hier diese Bucht, das gucken wir uns jetzt schon nochmal genauer an. Was hier noch zu finden ist und ob wir es mit diesen Viechern da aufnehmen können. Meisterreparaturset. Okay, Kisten finden wir auch noch eine Menge. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was ist das denn? Algen? Ah, Blutmoos, okay. Zwergenbeil. Meine Güte. Hier ist aber wirklich viel angespült. Schön. So, was mit dir? Du hast nichts mehr. Ich meine, hier könnte sogar was im Wasser liegen, ne? Ja, das ist, glaube ich, Hornwert. So, da drüben, da sind auch noch Kisten, aber das sind halt diese Viecher. Aber die nehmen wir uns vor. Aber wir werden jetzt erstmal hier am Strand noch ein bisschen rumlaufen. Schön auch, dass hier das Licht ist. Kommt einem hier sehr anders vor. Beeindruckend. Sirenen, okay. Gib mir die Armbrust. Shit. Schwert. Sehen eigentlich aus wie nette Damen. Sind sie wohl nicht, ne? Okay, so erledigt man Sirenen. Eine haben wir noch. Okay, so nicht. Oh! Kannst du mal bitte deine Armbrust feuern? Ja, jetzt.
Gut. Und offensichtlich gibt es hier sogar ein Nest davon. Das ist hier oben, auf dem Boot. Okay. Sag mal, hat er jetzt schon wieder die Bolzen gewechselt? Er ist schon wieder auf die doofen Bolzen gegangen. Warum macht er das denn immer? Ärgerlich. So, und wie kommen wir jetzt da hoch? Oh mein Gott, hier liegt so viel rum. Skellige Geschichte und Geografie. Wisst ihr was? Das werden wir uns nachher, das wollte ich sowieso lesen. Das Buch haben wir, glaube ich, schon. Aber das werden wir uns jetzt erstmal zu Gemüte führen, bevor wir weiterreiten. Wir stellen uns vor, Geralt hat das Buch so ein bisschen unterwegs gelesen. Auf der Reise. So. Da oben ist das Nest möglicherweise. Ich weiß es nicht. Kommen wir hier auch noch rein? Nee, abgeschlossen. Ist das jetzt ein Sirenenversteck? Ich muss es zerstören. Ja, das machst du. Das ist nicht dein Tag. Okay, da kommt noch einer. Wo ist sie? Oh, das ist eine besondere. Ah! Shit. Moment, ab nicht erwischt. Ah. Jawohl. Okay, das Nest ist zerstört. Hat sie hier noch was für uns? Offenbar nicht, aber im Nest ist ja immer noch was. Ah, das Zeug ist, glaube ich, weiter runtergefallen, aber hier ist noch eine Truhe. Eilitrat. Wird aber nicht besser sein als das, was wir haben. Okay, sehr schön. Da haben wir unser erstes kleines Abenteuer erlebt. Da ist auch noch ein Wrack. Das gucken wir uns auch nochmal an. Vielleicht finden wir da auch noch eine Kiste. Ah, es ist schon abends. Aber ich denke, wir sollten vor Einbruch der Dunkelheit dann oder nicht noch außerhalb rasten, sondern die Nacht dort verbringen. In der Stadt, in der Hauptstadt vielleicht. Okay, das wär's erstmal. Was war das? So, Plötze wartet da brav auf uns. Sehr schön. Und sehe ich da etwa ein... Was? Nee, ich dachte, das wäre irgendwie ein Stein der Macht, aber das ist auch ein Schiffsteil. Ach so, das gehört zu dem Schiff da. Aber das hatten wir, glaube ich, alles schon geplündert, ne? Wow, beeindruckend. So, da ist auch ein kleines Dörfchen, aber das besuchen wir später. Wir machen uns jetzt erstmal hier auf den Weg. Landschaft wirkt angenehm anders und wir sehen da oben sogar Schnee. Oh, großartig. Toll. Ich habe aber, glaube ich, gerade den Abzweig verpasst. Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal schauen. Nee, da ging es noch woanders hin. Ich bin richtig. Das erkunden wir später. Und Schafe sind zu hören. Oh, wie entzückend. Okay. Das ist jetzt sogar eine Markierung. Wir gucken uns mal um. Da hinten, das könnten Banditen sein. Mal sehen. Könnte aber auch... Mal gucken, ob er auf uns zuhält. Und was er dann macht. Könnte aber auch ein normaler Reisender sein. Scheint so.
Okay, bisschen merkwürdig. Wir lesen mal kurz auf der Karte, was wir hier erfahren. Abzweigung von der Straße nach Kertrolde. Jo, naja, reiten wir. Sollte hier nicht zu viel Zeit vertrödeln. Ist Kertrolde der Ort dort oben? Könnte aber noch was anderes sein. Nee, das ist bestimmt eine Hafenstadt. Okay, Wölfe gibt es hier mit Sicherheit auch. Oh, wie schön alles. So ein Waldsee. So, was ist hier los? Kleines Lager. Ein paar Wachen und Händler. Das ist schon mal gut. Was für die Tochter? Silberohrringe von Wenn meine Räte was vom Festland will, gehe ich auf Raubzug. Zeig mir lieber, was du von den Inseln hast. Alles taufrisch. Die besten Waren der Inseln. Mit Abstand. Ja. Alles taufrisch. Okay. Offenbar können wir mit ihm im Moment Komm nicht... Komm näher, Fremder. Hallo. Jetzt geht's. Willst du was kaufen? Mit dem hier. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn so, ne? Gute Frage. Was haben wir denn hier? Einsame Weltreiseführer, Art Skellig, Sonstiges. Da werden Schnellreisepunkte freigeschaltet. Das brauchen wir nicht. Das nutzen wir ja eh nicht. Und wir werden die Sachen auch erkunden. Das ist sinnlos für uns. Das machen wir nicht. Okay, aber wir können noch ein bisschen Krimskrams verkaufen. Dieses Schwert deutlich schwächer. Hier haben wir... Ein Zwergenbeil, Stufe 30. Ich weiß nicht, ob ich es aufbewahren werde. Wir nehmen es, schleppen es erstmal ein bisschen mit oben. Hier haben wir noch einen Knüppel. Dann hier oben das Hemd. Das geht einfach noch mit raus. Das war es aber jetzt auch schon. Den Rest hatten wir verkauft. Okay. Wiedersehen. Aber kannst du auch eine Axt führen? Hey da! Komm und sieh dich um! Plötzlich, wo bist du? Zwei Langboote. Und trotzdem haben sie sich an Land geschlichen, den Schwarzen eingeheizt, sie ausgeplündert. Ich sehe, ihr habt einen Kredenzer auf dem Festland. Ja, in der Taverne wird aber nichts anderes. So, da kommt uns ein Händler noch entgegen. Ich glaube, ich hoffe, es ist okay Komm für näher, euch. Fremder. Wenn ich den auch Hallo. Mal anspreche. Willst du was kaufen? Zeig mir deine Waren. Ja, aber auch er hat den gleichen Kram. Nee, alles gut. Wiedersehen. Okay. So, da links, da sieht man irgendwie, das sind Banditen, die greifen uns auch direkt an. Okay, dann müssen wir uns natürlich verteidigen. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Mach den fertig! Beim Teufelsblut ist der schnell. Ja, das bin ich. Oh. Ui, der ist unangenehm. Stirbt doch endlich! Na? So, Auge um Auge! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Okay, ja, auch hier gibt es also die landläufigen Banditen mit ihren stumpfen Beilen. Naja, dann war das wahrscheinlich ein Banditenlager hier. Gucken wir da natürlich mal kurz hin, was die so gehabt hatten, oder? Ja? Das könnte auch was anderes gewesen sein. Ist das hier, hat das was mit Ciri zu tun? Werden wir vielleicht später nochmal drauf kommen. Okay, das ist dann nur ihr Fass gewesen. Dann sind es nur Banditen der Kategorie ohne Fass, ohne Kiste meine ich. So, aber es wird jetzt schon richtig dunkel. Zeit, dass wir hier mal ankommen. Kurz mal gucken. Hier wie so eine kleine Bergfestung. Alles sehr faszinierend. Boah, schaut mal. Schön da unten so ein Fjord. Großartig. Okay.
Wir haben den Hafen von Ker Trolge erreicht. Warum kann ich heute nicht spielen, Papa? Wir müssen zum Hafen und König Bran verabschieden. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit, Abend. Wer wird jetzt König von Skellige? Das weiß noch keiner. Aber die Götter werden dafür sorgen, dass es ein würdiger Nachfolger ist. Hilfst du einem Mann, der ist endgültig verrückt geworden? Er hat die Dörfer von Donau gekriegt. Okay, warte mal. Ich hab's auch gehört. Ein König scheint hier gestorben zu sein, wenn ich das nicht verstanden habe. Wir lösen unsere Probleme selbst. Ich hab dich in Gesicht. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht mehr als ein Wimpernschlag. Was bleibt am Ende von uns übrig? Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, Dietrich. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Oha. Okay. Eine seiner Frauen opfert sich offenbar. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Oh, die Grabrede. König Bran vom Clan Tyrsech hat seine letzte Reise angetreten. An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Ker Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Kommst du mit mir zum Leichenschmaus?
Gern. Die Feste in Skellige. So berechenbar. Sabbernde Besoffene, großspurige Angeberei und dadurch unvermeidbare Schlägereien. Ja, ganz anders als die Bankette der Magier. Erinnerst du dich an das auf Tanith? Du warst da. Wie könnte ich es vergessen? Ich erinnere mich auch noch ganz genau daran, was nach dem Bankett passiert ist. Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Hast du etwas zu verbergen? Du magst keine Geheimnisse. Nein. Hast du was in Velen herausgefunden? Hab mich in Velen umgesehen. Furchtbarer Ort. Nachdem Ciri verletzt wurde, ist sie irgendwie in der Burg des örtlichen Machthabers gelandet, einem selbsternannten Baron. Verletzt? War es etwas Ernstes? Glaube ich nicht. Ihr geht es wohl wieder gut, denn der Baron hat sie nach Novigrad geschickt. Ich glaube, sie hat nach dir gesucht. Zuvor ist sie drei Mumen in die Falle geraten. Sie kann froh sein, dass sie ihnen entkommen ist. Mumen? Eher Kreaturen. Ich kann nicht genau sagen, was sie sind, aber sie sind gefährlich. Sehr sogar. Ich habe in Velen auch unsere alte Freundin Keira getroffen. Was um Himmels Willen macht Keira Metz in diesem Niemandsland? Versteckt sich vor den Hexenjägern. Sie sagte, ein Elfenmagier hätte dort nach Ciri gesucht. Gut, du musst mir mehr erzählen, wenn wir mehr Zeit haben. Ich war in Novigrad. Ciri war auch dort. Sie suchte einen Weg, um einen Fluch aufzuheben. Ist aber nicht mehr da. Bist du sicher? Hab es von Rittersporn gehört. Er hat kein Stück übertrieben. Weißt du noch mehr über diesen Fluch? Nicht viel. Ciri hat Ärger bekommen und ihr Vorhaben nicht zu Ende gebracht. Ich habe ein Phylakterium gefunden. Sie wollte es irgendwie verzaubern. Sehe ich mir später an. Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Moissac ist hier? Okay. Das ist ja verrückt. Den kennen wir aus den Romanen. Moissac ist der Kopf des Skelliger-Zirkels? Hab ihn lang nicht mehr gesehen. Zuletzt, als Ciri ein kleines Mädchen war. Ich glaube nicht, dass er dir einen Gefallen tun wird. Nicht einmal der guten alten Zeiten wegen. Ja. Da war er aber noch in Cintra, ne? Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Zieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Na, das ist doch mal ein Plan. Okay, wir lernen ein paar neue Charaktere kennen. Aber ich denke, damit befassen wir uns dann mal das nächste Mal. Ja,
Allerdings ist es sicher sowieso sinnvoll, jetzt... Ah, okay, da ist das Gasthaus. Da dann auch die Nacht zu verbringen. Wir werden schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall, nachdem wir hier noch die Quest beendet haben und eine neue bekommen haben, kann ich mich verabschieden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich freue mich. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwald.